Hallo und zurück in Balmora. Und wir haben was zu verkaufen, ne? Ach, wartet mal, wir haben noch eine Mütze. Ja. Sieht super aus. Sieht echt klassisch super aus. Wir werden mal bei unserer Lieblingshändlerin versuchen, hier ein bisschen was zu verkaufen, ne? Die, oder? Ja, doch. Marken grummelt wieder. Und dann nehmen wir uns ein Zimmer. Und schlafen, ne? Oder? Grüße. Und dich dürfen wir jetzt nicht verärgern, ne? Wir haben schon den da drüben verärgert. Jetzt noch den und den und den. Ich glaube. Was? Oh. Ja, was? Wir haben Mondzucker? Entschuldigung. Oh, verdammt. Jetzt haben wir natürlich verschrien in der Stadt als. Eieiei. Jetzt sind wir echt in der Stadt hier verschrien. Als Drogendealer. Oder? Drogenabhängige. Ich hatte doch alles Mondzucker. Einen heißen Tag wünsche ich dir. Sind es nicht auch hier? Wieso ist es eine Freude, mich zu sehen? Wer bist denn du? Wir hätten natürlich auch mal. Wir hätten natürlich auch mal hier drüben in die Südtaverne gehen können. Vielleicht kaufen die uns ja den Mondzucker ab, aber im Endeffekt ist unser Waldelf da noch ganz schisserig. Und wir werden den im Wasser hier versenken. So, wo haben wir denn den blöden Mondzucker? Hier, tatsächlich. Wo haben wir denn den bekommen? So, hat sich aufgelöst im Wasser. Ja, traurig genug ist es noch. Wer hätte es gedacht? So, jetzt müssen wir mal schauen hier überhaupt. Oder wollen wir erst schlafen? Weil es ist trotzdem jetzt. Ich meine. Was? Wüstengrüße, Freund. Willkommen. Grüße. Ja. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn wir erstmal eine Nacht hier verbringen und dann am Morgen können wir ja immer noch verkaufen. Vielleicht hat sich die Lage dann wieder beruhigt und ihr denkt gar nicht mehr dran, dass wir hier Mondzucker in unserem Gebäck haben. Wie hat ihr das überhaupt gesehen? Die hat in unsere Taschen geschaut. Man hat sofort gesehen, dass wir Mondzucker haben. Hey, lässt du uns vorbei? Hier in Balmora ist manchmal ein kleiner Ruckler drin, ne? Ich kann euch nicht helfen. Lasst euch woanders heilen. Ja. Von mir aus. So, schön, dass du hier stehst. Wir brauchen nämlich ein Bett. 10 Tragen. Von mir aus. Und damit gehört das Zimmer uns. Ja. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, warum schläfst du denn nicht bei Kaius oder warum schläfst du nicht in der Magiergilde? Ich weiß nicht, das ist einfach rollenspieltechnisch so, dass der ist nicht aufgefordert worden und außerdem, für was sind dann die Gastzimmer da, wenn ich in jeder Stadt kann ich in irgendeiner Gilde schlafen? Ich weiß nicht. Gastzimmer ist ein Gastzimmer. So. Wir wollen in diesem Bett schlafen. Und zwar. Oh, ach, wir hätten dann doch noch. Es war ja erst 8 Uhr.
Da hätten wir noch schön einkaufen können, ne? Einen kurzen Nachtbummel. Oder? Machen wir 10 Stunden, ne? Okay. Genau, essen wir mal ein Rindfleisch. Trinken was. Apropos trinken. Da können wir eigentlich noch mal zu der Taverne. Kochwurzel. Nett. Eine Kurkwurzel. Dann könnten wir noch mal zu dem Brunnen hin. Der war doch irgendwo da oben. Ja, bei Mora ist auch recht gut bevölkert, ne? Oh, kommt schon. Sagt was oder verschwindet. Ja, du hast dein... Sprecht zu mir. Einfach stehen geblieben. Kann ich ihn dafür? So, wir gehen mal hier rauf. Da oben war ein Brunnen. Wenn wir zumindest mal unsere Flaschen füllen. Ich kann es spüren. Wir gehen ja heute wahrscheinlich dann nach Altruhn, ne? Bin ich der Meinung, dass wir nach Altruhn gehen. Ja, unser Akrobatikwert, der erhöht sich ja, und dann können wir wahrscheinlich auch länger mit unserer Ausdauer halten. So, befüllen wir unsere Flaschen. Aber schön, oder? So der Springbrunnen hier. War das bei den alten Teilen auch so, dass da ein Springbrunnen da war? Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Original... Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie es im Original ausgesehen hat. Okay. Und? Hapsa. So, jetzt aber ohne Mondzucker. Hoffentlich haben wir nicht noch mehr. Von dem Schweinskram. So, wir wollen gerne handeln. Juhu, sie ist bereit. Ja, ich weiß nicht, von was... Von welcher Mod das hier kommt. Und vor allen Dingen nicht funktioniert. Merkwürdig. Aber okay. So, wir es sehen ja herzallerliebst aus mit dem, besonders mit dem... Ja, gut. So, wir haben hier einmal ein Eisenfunkenschwert. Wie schwer ist denn das Ding? 20! 20! Aber es ist immerhin ein Eisenfunkenschwert. Ich mag es gar nicht weggeben. 20! Eine Langwaffe, einhändig. Blitzschaden. Wir könnten es ja dann verkaufen, wenn die Ladung runde ist, ne? Aber natürlich muss man auch bedenken. Ja, wir verkaufen mal noch. Ja, was noch eigentlich? Ja, das eher nicht, denn wir haben ja Chitin, ne? Extravagante Schuhe brauchen wir auch nicht. Ein extravagantes Gewand eher nicht, ne? Weil, ich meine, die Hose schon, aber ein Gewand haben wir doch nicht drunter gezogen. Ein teures Amulett, das unser Waldelf eigentlich macht, er das nicht und nimmt es. Sag mal, die hat, nee, die hat kein, was sind das eigentlich hier? Was, ein dwemerischer Taucherhelm? Auch nicht schlecht, aber 1500. Ein Taucherhelm. Das ist ja mal cool. Ja, das finde ich schön. Gab es den schon immer? Sagt mir gar nichts. So, weiter geht's. Gehörnter Käfer. Geröstete Wurzel, Grabestau, grüne Flechte. Das Heidekraut haben wir nur eins. Echt, wir haben noch so viel Heidekraut gesammelt.
Knochenmehl brauchen wir jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ach, jetzt können wir mal mit dem Krabbenfleisch fischen. Na? So, was haben wir noch? Und das Salzreis. Aha. Skript, Trockenfleisch, Kohl. Ach, da war das hier uns weg. Ja, jetzt haben wir doch einiges an Geld. Das finde ich schon mal gut. Ach so, was haben wir hier? Die Icarus-Rolle. Auf der einen Seite ist es ja gut. Auf der anderen Seite, wir verkaufen sie, weil wir haben ja gesehen, was damit passiert. Na, den Schlüssel behalten wir auf alle Fälle. Und das andere behalten wir auch. Halt, die Schüssel muss weg, obwohl wir damit essen könnten, aber... Ja, den brauchen wir auch nicht mehr, den Schlüssel. Achso, den können wir dann weghauen irgendwann. Gut. Echt. Wow. Jetzt haben wir einiges an Verkaufswert. Ja, wie viel, ne? Ich glaube mit 60 vielleicht, oder? Na gut, dann 50. Mein letztes Angebot. Danke. Hätten 55 auch machen können. So, jetzt haben wir... Wartet mal, wir müssen noch was... Wir müssen noch einkaufen, auch wenn wir noch ein bisschen was haben. Wir kaufen trotzdem mal noch ein paar Pfeile. Weil die sind so schnell verschossen. Aber ich weiß nicht, ob wir bei ihr welche kaufen. Weil ich... Die Eisenpfeile sind ja besser als die Chitinpfeile. Hast du eigentlich eventuell noch einen anderen Handschuh? Wartet hier. Nee. Was ist denn das? Schuhe. Nee, okay, dann nicht. Achso, wir wollten Tränke, ne? Wie viel haben wir jetzt nochmal? Ach ja, und wahrscheinlich werden mir einige geschrieben haben. Also bis jetzt habe ich ja noch, das ist ja alles hier vorproduziert, dass in der Magiergilde auch in dem, sagt's, in den, ach, ich mag das so, wenn das so da durchschimmert, die Sonne, dass in der Kiste, der wird ja immer hinterlegt, aber haben die das nicht immer gesagt? Dass da in der Kiste das. Dass da was hinterlegt wird für. Ja, bitte. Was wollt ihr? Ich schau zumindest mal rein. Na, hier wird immer was hinterlegt. Zum Beispiel die Launen der Magie. Eine Wunderschrift. Gewöhnliche Krankheiten heilen. Was ist das? Rolle der Alm. Was ist denn das? Was ist ein Alm-Sivi? Intervention. Wenn das jemand weiß, sagt's mir mal. Göttlicher Eingriff ist, glaube ich, ganz gut. Das nehmen wir mal mit. Und zwar, glaube ich, kommt man dann wieder zur selben Stelle. Wo man war. Was? Wartet mal. Was sagt denn uns das Buch eigentlich? Willenskraft, Arkaner Drang, Magie wiederherstellen. Und Seelensteine. Krankheiten heilen, nehmen wir auch mal mit. Und den Arkanentrank. Nehmen wir mit, ne? Ich meine, wir haben sowieso ein Problem mit... Wenn wir jetzt da so viele haben von den Tränken... Wartet mal, dann könnten wir schon mal unsere Magie... Wie viel bringt denn das? Und mal schauen. Ich werde beobachtet. Ich spüre es. Oh, das geht nicht schlecht hoch. Das geht nicht schlecht hoch. Wollen wir schauen, wie das aussieht, so von außen, wenn der den Trank nimmt.
Dann nehmen wir noch einen kleinen dazu. Oder zwei kleine. Dann sind wir wieder gut, ne? Oh, der bringt ja kaum was hier. Das ist ja Wahnsinn. So, wir schauen mal, wer hier noch was verkauft. Hallo? Verkaufst du zufällig magische Tränke? Oh, nicht wirklich. Was heißt hier eigentlich Magie? Ahnengeist beschwören? Beschworene Dolchgift neutralisieren. Hatten wir das nicht auch? Wünscht ihr etwas? Ja, ich suche den Trankhändler. Bist du die Trankhändlerin? Tatsächlich. So, kaufen wir. Oh, wir haben 1000. Ist ja Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Arcana Trank nehmen wir auch mit. Flinkheitstrank, Agilität brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Gegengift, Genesungstrank. Den sollten wir noch mitnehmen. Oh, schaut mal hin. Schaut euch das an, ne? Genesungstrank. Braucht man immer mal, sag ich euch. Hier, den nehmen wir noch mit. Boah, ist ja Wahnsinn! Was ist denn so schwer? Unser Essen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Ja, schon. Achso, wir wollten noch das Buch, ne? Das Buch können wir wieder wegmachen. Sowieso kein. Ist noch ein Krafttrank, Krankheitstränke, aber ansonsten. Ach, hier ist noch ein Lebenstrank. Aber es ist kein Magietrank mehr hier. Haben wir alles aufgekauft. So. Wie wär's mit 260? Wärst du damit zufrieden? Sehr schön. In was bildest du denn aus? Veränderung, Mystik, Wiederherstellung. Ja, müssen wir mal schauen. Was ist denn hier Ahnenbeschwörung zum Beispiel? Ist ja Beschwörung, ganz klar. Und Gegengift? Ist Wiederherstellung, ganz klar. In was sind wir denn da gut? Wir sind gut in Mystik. Und wir müssen gut sein noch in Beschwörung. Wo ist denn Beschwörung? Kopfgeld? Ruf haben wir ein. Warum? Unser Bekanntheitsgrad ist schon gestiegen. Wo ist denn eigentlich Beschwörung hier? Ach da, das ist gleich in unserer Hauptfertigkeit. Interesting. Verzauberung noch. Ist Verzauberung eigentlich diese beschworene... Nee. Verzauberung. Hast du? Ich grüße euch in Freundschaft. Oh, du hast ja eine Stimme. Endlich. Etwas Interessantes. Du hast ja eine Stimme. Was hast du denn da für Verzauberung? Veränderung? Du hast jede Menge Veränderungen. Zauber absorbieren ist natürlich super. Magieresistenz, starke Giftresistenz, Krankheit anderer heilen. Lebensenergie. Oh, das ist natürlich besser hier, ne? Die Lebensenergie. Oder ne, das ist schlechter. Hä? Aber das sieht besser aus. 3 bis 12 für eine Sekunde auf sich selbst. Für nur 19. Ach komm. Also für 19 tragen kann man das echt mal. Kreatur besänftigen. Ja, das können wir aber auch, glaube ich, mit. Aber nicht für 200. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen Geld. Das wollen wir nicht gleich wieder sinnfrei. Wollen wir das raushauen, ne? Seid gegrüßt. Was wünscht ihr von mir? Wartet mal, du Zauber. Was hast denn du für Zauber? Eisbiss. Zerstörung. Feuerbiss. Wollen wir den Feuerbiss?
Oder nee, wir gehen auf Eis. Eis, Eis, Baby. Zerstörung. Flobis. Ja, das ist ja cool. Ausdauer senken. Bringt es eigentlich was? Fallen die da auch um? Gift. Auch nicht schlecht. Last. Beschworene Stielbeschworene. Beschworene Langbogen. Ja, die Frage ist, ist bei so einem beschworenen Langbogen dann... Ist dann, sind dann die Pfeile inklusive? Also ist schon mal nicht schlecht hier, aber ich lasse das mal, wir haben noch einen Bogen. Ist schon mal nicht schlecht. Haben wir noch irgendjemanden? Hast du noch irgendwelche Zauber? Boah, ist ja Wahnsinn. Was das für, oh, was das für Zauber hier gibt, ne? Festes Wasser. Kann ich da über Wasser laufen? Wasseratmung. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Veränderungszauber. Ob wir den überhaupt... Aber Beschwörung wollen wir ja, ne? Zum Beispiel so ein Skelettschergen. Oh, das kostet aber richtig Geld. Das oh, hier, Leviathan. Das kostet aber auch richtig Geld. Warten wir mal noch ab. Aber das mit dem... Schlüssel wäre auch nicht schlecht. Ne, offene Tür oder sowas, ne? Wenn wir an einer Tür stehen, den gönne ich mir mal noch. Auch wenn es Veränderung ist. Wie sind wir denn in Veränderung drauf? Wahrscheinlich total schlecht. Hier, Veränderung erziehen. Wer bildet, bildest du in Veränderung aus? Ja, 94. Gönnen wir uns noch eine Veränderung? Okay. So, jetzt reicht's. Jetzt haben wir genug ausgegeben. Wie viel habe ich denn noch? Oh, 422 von fast 1000. Und wir bräuchten eigentlich noch mehr. Na gut. So, wir haben den Ahnengeist beschwören. Jeps, sehr schön. Oder wir machen mal den Eisbiss. 6 mit 6. Ach so, wie sind eigentlich Zerstörung? Wie sind wir da drauf? Auch nur 10. Wollen wir das auch noch eins erhöhen? Wer war denn hier der... Da gab es doch einen Zerstörungsmeister. War das der hier drin? Endlich etwas Interessantes. Nee, der da hier? Ich glaube, ne? Zerstörung. Die gönne ich mir noch. Die gönne ich mir noch. So, jetzt haben wir natürlich wieder ausgegeben. Ohne Sinn und Verstand, aber damit wir zumindest ein bisschen. So, wie geht's jetzt weiter? Wollen wir noch Altruhen? Gibt es etwas, das ihr braucht? Ach so, wartet mal, wir lesen erstmal noch. Wir lesen erstmal noch. Ich hab doch da was mitgenommen. Die Launen, denn so. Eine Passage, Launen der Magie, aber seid vorsichtig, damit nicht die Kräfte der Fundamente schwächen und den Fluss der Massen behindern, es sei denn, dass bestimmte Funktionen... Ja, aber ich habe gedacht, da werden irgendwo vielleicht die... Da werden irgendwo vielleicht... Hey? Was? Das will er nicht wieder reintun? In die Kiste. Ist ja blöd. Dann haben wir es draußen weg, ne? Ja, dass es irgendwo ein Buch gibt, was uns die ganzen Zauber Worum ein bisschen erklärt. Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, für was welcher Zauber zuständig ist. Komm ja. Schmeißen das Buch hier hinten hin. Ist jetzt nicht die feine Art, aber ihr es uns
Ja, vor allen Dingen, wir haben viel zu viel, tragen wir. Das ist nicht gut. Warum tragen wir so viel? Und ich habe noch nicht mal... Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Pfeile kaufen. Wie viel? 1, 1, 0, 2. Wir haben auch jede Menge Mist dabei. Den Sklavenschlüssel brauchen wir auch nicht, aber der frisst uns überhaupt kein Brot. Ja, die ganzen Tränke hier, schaut mal hin. Die sind schon schwer. Ja. Die ganzen Tränke hier, die sind das Schwere. Schaut hin. Leider. So, wir gehen nach Altruhn. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Richtig. Wir reiten nach Altruhn. Bitteschön. Was? Echt? Hier drüber? Nee. Er wird ein bisschen unterstützt. Der Schlickschreiter mit Zauberei. Na. Rindfleisch essen wir dazwischen nur kurz. Und trinken einen Schluck. Aber wir haben schönes Wetter. Wo laufen wir denn eigentlich genau hin? Ich erkenne das hier gar nicht wieder. Um ehrlich zu sein. Waren wir hier? Hier, es sieht so aus, wie wenn das hier in dieser Ebene ist, ne? Aha. Da hinten ist ein Boot. Gibt's bestimmt auch... Ne, gibt keinen. Steht einfach nur das Boot. Wo geht's denn jetzt hin? Einfach so an der Küste entlang? Wahrscheinlich, ne? Hier fliegen Möwen umher. Nett. Was ist denn das Boot hier? Hier sind mehrere Boote. Schaut hin. Ist das irgendwie ein Piratenhafen? Oder ist es Altruhn? Grüße! Grüß nicht zurück. Aber da hinten, da ist so ein kleines, ja, wie so ein kleines Dörfchen, wie so ein kleines, weiß nicht, Schmugglerdörfchen oder was das ist. Ne? Aber die Boote sehen schon cool aus, wie so kleine Wikingerschiffe. Ne? Hast gar nichts zu erzählen? Kapitän des Schlickschreiters. Es ist trotzdem ganz schön weit, wenn man da zu Fuß geht. Ich muss sagen. Und vor allen Dingen ist es natürlich um einiges sicherer, ne? Gegen die ganzen Klippenläufer zum Beispiel. Hier ist wieder so ein bisschen sumpfig, ne? Oder ein Tempel. Riesentempel. Aber da müssen wir auch nicht hin anscheinend. Vielleicht eine Festung? Schwierig zu sagen. Was jetzt? Ich hab schon gedacht, wir sind außer Kraft. Hier ist so eine Ruine, ne? Eine Ruine und da drüben auch jede Menge Ruinen hier. Ja, da gibt es bestimmt einiges zu holen, aber da muss man bestimmt ganz schön stark sein, um da irgendwas zu holen. Ja, viel hat unser Freund hier nicht zu sagen, ne? Ist ganz schön weit.
für nur 19 Dragen. Wenn ich bedenke, bis Sedanin. Das war das Doppelte, ne? Ich glaube, Sedanin waren 10, oder? Was mehr? Oh, was ist denn da drüben? Da hinten wieder der Tempel. Altruhen. Huch, au, ah! Aufgepasst! Die Zweige schlagen mir doch ins Gesicht rein. Da ist irgendein Vieh. Hm. Was sind jetzt über die Berge drüber? Und dort war es Edwina, oder? Wie hieß die? Wir gehen einfach mal in den. Dort muss ja dann auch eine Magiergilde geben, ne? Da gehen wir einfach mal rein. Aber schon schön mit dem Schlickschrei, das so entlang zu schlicken. Das sieht hier nicht wie. Oder? Ist das Altruhen? Sieht aus wie Pelagiat oder sowas. Aber Pelagiat war ja viel weiter dran. Hm. Nee, eindeutig nicht Altruhen. Dort noch ein. Jede Menge Städtchen hier, so klein. Oder, naja, Dörfer eher. Da eine Festung. Was ist denn das? Das ist eine Mauer? Was trennen die ab? Sieht aus wie eine Glasmauer oder eine magische Mauer. Was sagt denn ihr? Was ist denn das für eine Mauer da oben? Oh. Jetzt nimmt der Wind zu. Ist das hier Altruhen? Ey, das wird ein Aschesturm. Oh, boah. Können wir uns wieder den Mund zuhalten? Ich glaube, wir sind da. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da sind. Puh, direkt im Aschesturm. Bah. Am besten erstmal irgendwo rein, ne? Oh Gott! Ihr Götter! Eigentlich brauchen wir ja die Magiergilde. Raus aus dem Aschesturm. Hallo, bist du Edwina? Nee? Woran? Benötigt ihr etwas? Ja, ich suche Edwina. Ich suche echt Edwina. Oh, das ist ja eine schöne Gilde, ne? Schöne große Halle. Bin begeistert. Ich suche hier Edwina auf. Halt, 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 nicht fortgehen. Nee, bleib doch mal stehen. Ja, mit dem Rücken zu mir. Hallo. Na, was ist so wichtig, dass ihr meine Studien unterbrecht? Wenn ihr unbedingt Aufgaben für die Magiergilde haben wollt, mir wird schon was einfallen. Ja, mich hat Ashira geschickt. Aha, Ashira, ja. Ja, ihr seid. Oh, ich seh's. An eurem aufgestickten Zeichen. Ihr seid Gelehrter. Es gibt tatsächlich etwas, was ihr für mich tun könnt. Ich bin auf der Suche nach einem Exemplar des seltenen Zwergenbuches, die Chroniken von Chuleft. Echt? Chroniken von Chuleft? Ja, ja. Ein seltenes Buch der Zwerge. Niemand aus der Magiergilde hat eine Abschrift und es ist für meine Forschung einfach unentbehrlich. Wärt ihr bereit, mir eine Abschrift zu besorgen? Ja klar, besser als irgendjemanden umzubringen. Ausgezeichnet. Hier sind 250 Dragen. Schön. Zur Deckung eurer Ausgaben.
Naja, Zeit ist von entscheidender Bedeutung hierbei übrigens. Wieso? Wo bekomme ich denn die her? Das ist jetzt hier alles, oder was? Wo soll ich denn die Abschrift besorgen? Nehmt das Gold, besorgt die Ausgabe, vielleicht hat einer der Buchhändler eine. Ich schätze, ich habe einen Moment Zeit für euch. Was gibt es? Nee, ich war schon bei dir. Na, wenn Zeit entscheidende Bedeutung hat hier, dann schauen wir mal, wo es hier einen Buchhändler gibt. Ne? Aber das schauen wir nicht jetzt, sondern das nächste Mal. Ciao. Ciao, ciao.